Der ist er. Guten Tag. Bitte folgen Sie mir. Wir müssen einmal eine kleine Kontrolle durchführen. Wir sind so gesagt vom Flug-TÜV. Ich hoffe, ich... Nein. Nein. Der mischt sich jetzt ja nicht ein, ne? Hat er sich eingemischt? Nee. Da ist er. Guten Tag. Ich hatte gerade gesagt, dass Sie mir folgen sollten. Und würde das auch weiterhin wollen. Guck mal hier mit K schön. Er dreht wieder ab, ne? Wo ist er denn? Hier drin irgendwo. Oder ist er runtergegangen, weil da jetzt was zu fressen gibt? Der ist dabei, ne? Boah, jetzt sind hier drei von den Viechern. Nee, dich will ich nicht. Du bist mir nicht gut genug. Wahrscheinlich. Ihr verarscht mich doch. So, jetzt hier rauf. Ich bin jetzt so viel schneller als der Agi mit meinem Petri, dass ich das jetzt wirklich gut time. Jetzt kommt der zweite mit. Vielleicht hat er sich aber so im Griff, der zweite, dass er einfach abdreht, wie der das sonst gemacht hat. Jawohl. Da müssen wir hin ungefähr. Ja, keine Arme, keine Kekse, ne? Oh, ein bisschen mehr versuchen da auch. Du hast es gleich geschafft. Ich komme mir vor wie so ein Esel. Also wie mit dem Esel und der Karotte vorne an der Angel dran. Ja, wir haben es doch gleich. Mal gucken, was du denn nicht umpumpen gleich. Mit der Flinte sag ich schon fast. Ey, du verarsch mich doch. Hier, Kollege. Ihn angegriffen und er dreht komplett um und fliegt jetzt erstmal 28 Meter in die falsche Richtung. Hallo? Was ist oder was? Ja. GG. Hast du mich ganz schön gebaitet gerade? Krasser Move von dir. Ich habe Probleme mit dem Essen. Eins habe ich noch. Die Musik hört schon wieder auf mit dem Kampf, ne? Das ist ein gutes Zeichen eigentlich. Haha! Geh zu! So! So, wieder den Fallschirm gezogen, weil ich ein Genius bin. Ich würde gerne die Dings wechseln mit R, und zwar darauf. Ich warte ein bisschen mit dem, dass ich ihn halt nicht komplett umnatze. Also ich warte immer ein paar Sekunden, ne, mit den Schüssen. Ich habe jetzt nicht beim Dododex nachgeguckt, wie schnell die halt down gehen. In dem Video, was ich mir angeguckt habe, wo ich meine Werte mit eingestellt habe für den Singleplayer, habe ich bewusst den Torpor-Wert nicht runtergestellt. Das sieht, glaube ich, erst seit Asa, dass man das machen kann. Ich habe mich gegen entschieden. Jetzt brauche ich mir auf jeden Fall weniger Pfeile. Ich weiß, dass wir immer mit der Armbrust so ein bisschen aufpassen müssen, dass wir die halt nicht wegklatschen, richtig? Wie bin ich jetzt hier hingekommen? Achso, okay, ich war mal im Inventar unten in der Leiste. Ja, könnte vielleicht schon ein gutes Zeichen sein, weil er sich gerade weggedreht hat, ne? Und nicht mehr zu mir wurde. Kann ich mir aber auch einbilden. War aber sonst immer so. Wenn es Richtung Flucht geht, dann ist hier gleich Feierabend. Ah, ich würde so gerne in deinem Inventar gucken, aber du siehst noch gut aus von den... Boah, du siehst schon gut zerrupft aus. Siehst doch nicht so gut aus.
Problem ist halt auch, dass ich nicht weiß, wie viel Damage die Armbrust macht und so. Und der ist aber schon am Leiden. Die Flügel sind schon ganz schön hinüber und so. Ja, er ist richtig im Panic-Modus, ne? Was haben wir denn reingehauen? Ich hatte 38 oder so. 12 sind schon drin. War nochmal ein. Ich warte einfach noch ein bisschen. Ah, jetzt so ein Tier hier hinlegen, ne? Dass er das noch einmal kurz wegsnacken kann. Das wäre echt gut. Ich weiß nicht, ob der Torpor-Wert dann auch von ihm runtergeht. Der sieht nicht so gut aus. Guck's dir an hier. Alles zerrupft. Geh down endlich. Geh endlich down. Schlaf ein, bevor du stirbst, Mann. Das kann's doch nicht sein. Wie viel willst du noch fressen? Wie viel? Sag's mir. Wie viel? Sage dir, wenn du jetzt umfällst und ich dich zähmen kann, wir werden gute Freunde werden. Das geht halt nicht mehr, wenn du stirbst. Kannst halt nicht mehr so einschätzen, weil jetzt das alles ein bisschen anders geworden ist. Der sieht so zerrupft aus. Also das sieht jetzt anders aus, ne, wenn die halt übel Schaden genommen haben. Ich habe jetzt noch nicht gegen so viele Argis gekämpft. Im neuen Arc. Früher war halt, wenn die komplett mit Blut übersät waren, wusstest du, ja, ist gleich Feierabend. Und es ist Feierabend. Und es ist... Ach, es ging noch ordentlich was rein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe nichts zum... Keine Narkos, kein gar nichts. Wir brauchen Fleisch. Gib ein Diplo... So, erstmal, wenn ich da was reinschmeiße, habe ich den erst markiert, ne? Erst, wenn ich was reinschmeiße, ist er bei mir markiert. Torpo-Wert geht aber... Kann ich irgendwas machen noch? Ja, dann hatte ich eigentlich geplant. Warte mal, ich habe doch hier irgendwie was mitgenommen, ne? Den. So. Hätten wir noch einen zweiten von gebraucht, aber ist egal. Könnte dann irgendwie eine Säule vorbauen, dass da keiner hinkommt. Das könnte ich vielleicht wirklich mal machen, eine Steinsäule nehmen, dass da keiner rankommt. Stein. Grabstein, Steinpfeiler. Annehmen, was brauchen wir dafür? Das machen wir mal eben. Stracken. Das ist ja auch easy zusammengefarmt. Jawohl. Jetzt so ein blödes Schaf finden, ne? Wie gut wäre das, ey? So, und dann... Ja gut, wird jetzt ein Pillar? Wahrscheinlich nicht. Ich hole noch einen zweiten. Ich hole noch einen zweiten. So, weil dann dürfte da irgendwie keiner rankommen. Also, ja gut. ich hole noch einen dritten. So, machen wir das. Kommt's klar? Oh, wir Raptor, ne? Ah, Kinders, Kinders, Kinders. Ist es aufregend. Aber habe ich mit dem Fernglas gespielt, wo man immer Leben und so gesehen hat? Ich glaube ja, ne? Wie low eigentlich? So. Jetzt müsste ich wissen, was halt Matten gibt und so. Ich glaube, der braucht gar keinen Narko. Oder Prime Meat, ne? Prime Meat wäre gut. Irgendein großes Tier halt erlegen. Also groß im Sinne... Ja, tatsächlich im Sinne von groß. So, Steinpfeile kommen da wieder rein. Und dann muss ich nochmal gucken, was ich für einen Fallschirm brauche.
Stroh und Fasern. Das ist ja so dumm, dass ich die unnötigerweise andauernd ziehe. So, das müsste gewesen sein, ne, mit Stroh. Fallschirm. Da ist er. Der ruckt dann eigentlich auch wieder ins Inventar, oder nicht? Ne, er ruckt dann nicht, weil ich da ein paar Mal drauf gedruckt habe, ohne dass da was da war. Jo, das sieht ganz gut aus. Ich bin ganz zufrieden. Mal gucken. Wir hatten dann Level 25er Rex zum Beispiel. Ne? Der müsste eigentlich Prime Meat geben. Und der dürfte relativ easy zu besiegen sein. Relativ. Easy. So, Steinfäller können wir einmal deaktivieren. Brauchen wir dann nicht. Bisschen nervig auch sonst. Ist eh gleich so, ne? Passt auf, jetzt habe ich den gezähmt gleich. Also noch ist er nicht gezähmt, aber wir sind dabei. Naja, wollte schon sagen. Einfach Level 150. Aber 95 ist schon okay. Oh, der sieht cool aus. Sehr viele cool aussehende Dinos hier. 85. Zwei Mal gibt es euch gleich. Oder ist das das Baby dazu? 85. 10. Hm. Kann auch sein, dass der Rexleiter hier übel angefangen Stress zu machen. Dass der auch schon weg ist. Ein 8, Level 80er Silber. Und eigentlich muss ich mich auch um Nahrung für mich selbst kümmern. Geht nämlich auch schon wieder runter. Ja, leider liegt der Giga nicht mehr da, ne? Den wir im Vulkan gefunden hatten. Das ist natürlich auch cool gewesen. Eigentlich kann ich mir auch da ein Lagerfeuer anbauen. Ich tue die ganze Zeit so, als würde ich kein Essen finden, aber ich kann mir ein Lagerfeuer dahin stellen an die Base und könnte da ja mir das Essen braten. Das würde ja schon mal sehr gut gehen. Ja, Alu gibt, glaube ich, nichts an Prime. Bin mir auch beim Rex nicht ganz sicher, ob der Prime gibt. Ich glaube... Jetzt, hier sind die ganzen Agis jetzt, ne? Als hätte es irgendwie mit dem letzten Update einmal so einen Wild-Dino-Kill gegeben und alle müssen erst wieder spawnen. Level 90, sehr schön. Der sieht ja crazy schön aus. Ah ja, deswegen spielen wir alle Arg. Alles wegzähmen, was geht. Was irgendwie schick aussieht. Ich verstehe schon. Ja, der Call ist, glaube ich, jetzt Pflanzenfresserinsel. Fleischfresserente. Mal gucken, ob wir da irgendwie einen Rex kriegen oder so. Vielleicht sollte ich einmal kurz zwischenlanden. Weil das ist das Einzige, was mir so ad hoc einfällt, wo wir jetzt Prime herkriegen könnten. Von einem Rex vielleicht. Auch würde auch ein bisschen risky, aber ist schon okay. Und dann hoffen wir, dass der Agi einfach nicht schnell aufwacht. Wenn, ist er ja drin, aber dann müsste ich ihn da erstmal drin lassen, damit er wieder gesund wird. Müsste ihm da irgendwas vorlegen, das geht ja. Ne? Man kann ja Dinos killen und dann da vorlegen. Das ist ein Iguanodon, ne? Irgendwas ist los, dass sie alle blau sind, aber das Blau ist irgendwie cool. Es wäre irgendwie ein Event oder so, wo einfach alle wieder blau sind. Giga wäre auch krass. Nur einfach mal ein Giga jetzt hier klatschen. Oh, weißer Drop? Oder was ist das? Oder ist das ein gelber Drop? Gelb. Dann nehmen wir den noch kurz mit. Hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Hier war letztes Mal Action. Aber das machen wir eben. Vielleicht ist da ja was Cooles drin. Das wäre jetzt richtig krass, wenn da Prime drin wäre oder so. So, mach fertig damit dann gelöst, dass ich da einmal ran kann, bitte. Vielen Dank, vielen Dank. Ah, ist das ein Blueprint? Ja. Blueprint? Und die ist halt legit, ne? Das
das andere, ist das auch ein Blueprint gewesen? Nee, das ist ein Iguanodon-Sattel. Kriegen wir jetzt, glaube ich, Probleme. Wir kriegen jetzt schon Probleme mit dem Gewicht. Ah gut, ich habe aber auch noch Holz dabei. Und so. Die Tafel, ach, die wollte ich da vorstellen. Können wir auch wegschmeißen, komm. Nehmen wir mit. Vielleicht tun wir uns irgendwann nochmal einen Iguanodon. Ich glaube zwar nicht. Aber wenn, hätten wir einen Sattel. Einen coolen. Und das andere ist Blueprint. Da haben wir noch Bolas. Brauche ich, glaube ich, aktuell auch nicht. Stimbeer brauchen wir auch nicht. So, dann haben wir es wieder. Was wäre denn mit einem Quetz? Level 10, aber die haben auch schon viel Leben, ne? Da wäre auch die Frage, ob der... Wenn der Sattel so weit oben ist in der Rangliste, dann müsste der eigentlich auch schon fast Prime geben, wenn man den killt. Aber nee, wenn ich den jetzt... Das ist mir jetzt zu blöd. Bronto vielleicht, ne? Was ist... Das hier ist ein... Diplo. Ich glaube, da haben wir nicht so viel Spaß mit. Das wäre natürlich krass gewesen, hätten wir da jetzt irgendwie richtig heftig Prime rausgezogen. Aber irgendwo war auch ein roter Drop, aber der ist jetzt weg, ne? Sieht gerade so aus. Weil die Rexe waren letztes Mal nicht so krass auf der Insel, bin ich der Meinung. Und vielleicht komme ich da jetzt ja mit meinem Petri durch. Auch wenn er nicht so viel Schaden macht. Die Schadenzahlen werden, wie gesagt, noch gut. Aber irgendwie gibt es auch was zum Spiel, ohne die Schadenzahlen zum Spielen und so weiter und so fort. Also. Bisschen was ist hier. Ein paar Agis vor allem. Die werden den Nerven, wenn ich abbauen will. 85. Das weiß ich nicht. 51? Nee, 51 kann nicht sein. 15. Naja, schauen wir mal. Skorpione tingeln dann noch rum. Und dann der Rexe. Aber letztes Mal waren die Rexe hier hinten und ich kann mich nicht daran erinnern. Ah, da ist er. Dass da ein blauer Rex war. Aber der kann ja neu gespawnt sein. Level 45. Was ist er denn hier? 25. Das ist halt die Frage, was die für... Wie viel Leben die so haben. Und wenn das stimmt, ne, dass man den gratis bekommt, wenn man die Mutter killt, das wäre ja richtig cool. Oh, ein Saber. Kommt ihr nicht ran, oder? Nö. Ja, dann, er kommt da doch ran. Upsi. Ey, zwei Babys sogar? Hör auf. Sehr unübersichtlich gerade. Ja, Petri nimmt auf jeden Fall gut Schaden. Der Rex aber, glaube ich, auch. Und ich bin mir bei den Babys nicht sicher. Die bringen auf jeden Fall mal viel EP, wenn man die klatscht. Das war zumindest bei Evolve so. Ja, brüll weiter. Fängst du jetzt ein paar. Ja, macht schon gut Schaden, aber... Wir haben ja auch überhaupt nichts auf Leben geskillt, ne? So. Einen noch reingeballert. Einmal kurz absetzen. Ja, du beißt mich durch den Stein durch, natürlich. Klar machst du das. Entschuldigen Sie, ich brauche einmal kurz Ausdauer, dann mache ich weiter, ja? Klippo! Einfach weitergehen, genau, einfach weitergehen. Einfach weitergehen.
So. Force-Feeden einfach. Petri verlieren wäre nämlich auch richtig dumm. Jetzt einmal wieder zwischenlanden. Den haben wir aber auch gleich. Und dann hoffe ich, dass der Prime rauskommt. Ja, berühr noch einmal bitte, dann kann ich nochmal wieder ein bisschen mehr Ausdauer regenerieren. Das wäre super. Der muss doch... Ist er down? Wir haben Rex. Haha! Nein! Oh, du dämlicher Agentavis, du, ey. Das wüsste ich aber, ey. Wir hatten jetzt so Damage gekriegt von uns. Kann ich denn mal droppen, was hier nervt? Komm, so raus. Pass auf, Freunde. Da müsste noch ein zweiter sein, ne? Ein zweiter Rex. Bin mir nicht sicher, ob die mir jetzt einfach folgen. Wo ist denn der? Der war doch eben hier. Und wo ist der andere überhaupt hin? Also eigentlich... Ja, geh weg. Ja, der läuft jetzt hier rum. Okay, cool. Den pfeifen wir mal so. Es bringt nichts, ne? Die sind auch, glaube ich, beide Level 25 dann. Ja. Gut. Ich weiß auch nicht, warum jetzt schon wieder das Achievement aufgeploppt ist, dein erster Dino. Ob es da auch noch ein Achievement für gibt. Wir haben jetzt auf jeden Fall 6 Mal Prime Meat. Das könnte reichen. Ballern wir da erstmal den Agi rein. Besser als gar nichts. Würde ich sagen. Besser als gar nichts. Und vor allem die große Frage ist jetzt, lebt er noch? Also ist er noch betäubt und hat ihn jemand angegriffen? Das wären jetzt mal so Fragen, die ich mir stelle. Deswegen fliegen wir jetzt mal schnell dahin. Aber ganz fix. Das ist übrigens das Ding, was mir gerade so einfällt, ne? Wir haben jetzt wieder eine 1,5-stündige Aufnahme ungefähr. Und ich hätte das mal 2 aufgenommen für eine Folge Ark Storytime damals, ne? Weil dann diese ganzen Geschichten wie, ich suche jetzt mal kurz was und ich fliege jetzt hier mal wieder rüber und so, dann so extrem zusammengefasst worden sind von mir. Das ist schon krass, ey. Was das damals dann für ein Aufwand war quasi. Also es hat sich auch gelohnt, ne? Weil ich fand es ein super cooles Ergebnis. Könnte ich wahrscheinlich heute alles ein bisschen besser schneiden, weil ich ein bisschen mehr Erfahrung habe und so. Aber das ist echt krass. Einfach, ne? Und irgendwie dann auch... Also es ist mehr Aufwand natürlich im Schnitt gewesen und von der Aufnahme alleine schon, das ist ja absurd. Im Vergleich zu einem Standard-Let's Play, sage ich mal. Aber war teilweise auch angenehmer aufzunehmen, weil ich da nicht die ganze Zeit durchreden muss und dann immer nur die Bits irgendwie kommentiert habe, wo ich denke, okay, jetzt kommt wahrscheinlich ins Video rein. Hab dann im Video oder in der Aufnahme von 3 Stunden dann schon so hin und her jongliert, was reinkommen wird, was nicht. Und so, das war auf jeden Fall crazy. Und es ging auch viel mehr Planung in jede Folge rein, ne? Weil sowas wie jetzt hier mit dem AG-Zähm und Sachen zusammenfahren, das wäre vielleicht eine Stelle von 3-4 Minuten in einem Video maximal. Aber heute ist das eben ein bisschen mehr, ne? So, hier sind wir doch. Da sind wir doch am Start. Hör mal. Was ist das? Ein Theory? Ja gut, er liegt da. Er schläft da. Guten Tag. Ah ja, nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das hätte bei einem 150er hätte das Silber gleich... Kann ich hier gleich machen? Okay. Tastatur lässt mich keinen... aha. Haut mal einen Namen in die Kommentare, bitte. Wenn ihr wollt. Dann können wir den irgendwie benennen, wenn der Name cool ist.
Grundvoraussetzung. Der Name muss cool sein. Nice, wir haben Agi. Level 142 leider nur. Aber besser als gar nichts. Und... Ach, geh mal aus dem Weg mit deinem riesen Schä... Hallo! Ich möchte hier rein. Und auch drin bleiben. Ich möchte mir jetzt die Werte angucken, ganz in Ruhe. 1600 Gesundheit ist, glaube ich, okay. Ausdauer 1000, Gewicht. 576 ist halt nicht so viel, ne? Da können wir raufgehen. Wir können den ja so als Lastentier irgendwie auslegen. Wir können auch noch ein bisschen auf Bewegungsgeschwindigkeit gehen. Der bleibt da erstmal drin. Denn ich brauche jetzt den Argentavis-Sattel. Den können wir ja so in der Hand herstellen. Und den tracken wir. Und dann sehen wir, dass wir noch ein paar Sachen brauchen. Fasern ist ja kein Problem. Ich kann auch mal hier das Keratin und Chitin rübernehmen. Das brauchen wir dann noch ein bisschen, aber das machen wir über diese Fliegeviecher. Fasern kriegen wir auch schnell zusammen und Leder kriegen wir auch schnell zusammen. So, welches Level hast du? 20. Das machen wir nochmal eben. Schon mal ein bisschen Leder hier kriegen. Epischer Luftkampf. Gegen unseren wunderbaren Agi. Ja, krass, dass wir eben auch mit dem... dem Petri den Rex auseinandergenommen haben. 196, ne, gegen 25. Vielleicht auch nicht so krass. Trotzdem wild. So. Todesrolle einmal gemacht. Den picken wir selbst auf. Der sieht auch cool aus. Welches Level haben sie denn? Level 100. Das ist schon so ein bisschen... Im Singleplayer hätte das schon Potenzial vielleicht. Irgendwann, wenn du noch weiter lebst und hier dein Unwesen treibst. Das siehst so böse aus. So, Leder da mal rausholen. Mach ich mal nicht mit dem... Ah, aus dem A hätten wir auch mitunter Sachen rausbekommen. Ja, die Kralle... Ja, können wir mitnehmen. Brauchen wir mitunter... Was ist denn nun wieder los? Übrigens, was ist denn nun wieder los? Lagerfeuer. Wäre ganz gut. Tracken wir auch mal eben mit. Sonst wird das ja alles nichts mehr. So, bauen den Aal. Das hat doch schon mal sehr gut geklappt, ey. Das war jetzt auch sehr aufregend, ne? Weil vorher mit den Mods immer und so, wo man dann vielleicht auch Leben sehen konnte in dem Fernglas. Ich fand's ja... Fand's ja nie zu OP eigentlich. Aber irgendwie mittlerweile... Schon, ist halt was anderes nochmal arg zu spielen, ne? Ohne die ganzen Mods und dann zu wissen... Oder nicht zu wissen, wann jetzt der Dino dann auch liegt und so. So, ich fliege mal hier in Slow Motion einmal rüber. Setz das Lagerfeuer. Und dann ballern wir da mal ordentlich Fleisch rein. Und vielleicht können wir irgendwann nochmal Biodämme finden. Dass wir Feuer entzünden. So, ordentlich Fleisch erstmal braten. Hier, Mignon, das Prime hast du dir verdient. Sehr gut. Sehr gut gemacht gegen den Rex. Ein Agi-Sattel natürlich jetzt zu finden irgendwie. Wäre auch krass, ne, in dem Drop. Ich guck mal kurz, ob wir irgendwas finden. Lagerfeuer können wir wieder wegmachen. Argentavis-Sattel. Ja, der Thierry macht mir ein bisschen Sorgen auch. Thierry Henry. 75. Auch potenziell... eine Kreatur für Bossfights, ne? Genau wie Megatherium, deswegen wird es angesprochen. Megatherium auch geil für die Sumpfhöhle. Und Heri eben gut für den Drachen und dann könnten wir noch Rexe holen eventuell. Für... Wo kann ich denn hier farmen? Nein. Okay,
okay, irgendeine Funktion am Schlafsack. Einmal kurz die Fasern schon mal voll machen. Ja, ist schon ein cooler Ort hier. Ich bin hier echt richtig gerne. Das ist einer meiner Lieblingsorte irgendwie, um relativ früh im Spiel auch schon zu zähmen. Wir können uns hier auch einen Wolf wegholen direkt. Hätten wir jetzt auch machen können. Wären wir schon direkt in der Höhle gegangen, ohne dass wir uns irgendwie einen Agi holen zum Beispiel. Das ginge hier alles. Das ist super cool. Das ist ein kleines Mistvieh von Raptor, ne? Ja, das sind Raptoren, die wir nicht mögen. Ich versuche den mal aus dem Leben zu nehmen. Nein, fertig. Jawohl, ist fertig, ist fertig. Ich kipp gleich um, ich kipp gleich um, ich kipp gleich um. Da habe ich die Stimbären weggeschmissen eben. Ach, Kacke. Ich wollte ihn weghaben, einfach von uns. Das war das Ding. Das ist das einzige Ding, aber die Dings geht schon wieder runter. Sehr gut. Ich hätte die Stimbären noch schnell reindrücken müssen. Dann wäre es vielleicht gegangen. Ah, guck mal, das sieht schon gut aus. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Könnt zwar überhaupt nichts mehr sehen, aber das hat sich gelohnt. Na komm, rauf. Ja. Na also. Ja, der Agi kriegt sich gar nicht mehr beruhigt. Guck mal, immerhin schon wieder Fleisch am Start. Auch das ist wieder unten aus der Leiste rausgegangen. Warum auch immer.